Chris hier bei Resident Evil Revelations. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Wie ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltrum. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Hub. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Episode 8. Alles oder nichts. Eine sofortige Eindämmung ist unumgänglich. Zu viel steht hier auf dem Spiel. Verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wär's, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrennen. Untätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir sicherstellen, dass sich deine Fehler nie mehr wiederholen. Parker! Ja, Zeit zu verschwinden. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Freunde des Tauchens und Schwimmens, weil wir sind hier wieder unter Wasser zu einem neuen Part Resident Evil Revelations mit mir, dem Zwergenfürst. Ich würde mal sagen, tauchen wir mal wieder ein bisschen hier durch. Tauchen können wir ja mittlerweile. Müssen wir bloß irgendwann mal wieder auftauchen. Gut, wo sind wir jetzt? Alles okay? Ich glaube schon. Los, weiter! Jupp, machen wir. Und wo geht's lang? Da geht's lang? Oder kommen wir dort her? Dann gehen wir wieder in die falsche Richtung. Ich fürchte schon. Ich fürchte, da kamen wir gerade her. Lass mal in die richtige Richtung gehen. So. Es scheint hier lang zu gehen. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist diese Containerbasis, wo wir gegen Mayday und wie heißt er? Achso, Mayday und sag schon, ich habe den Namen dieses Mädchens vergessen, dieser Frau gekämpft haben. Dort ging es darum, ganz schnell zu dem Punkt zu kommen. Ich muss schon noch kurz auftauchen. Es ging darum, möglichst schnell innerhalb von 2 Minuten zu dem Tor zu kommen, wo wir gerade raus sind. Eine Leiter. Die brauchen wir heute nicht.
um halt die Drohne loszuschicken. Falls ihr euch erinnern könnt, wenn nicht, schaut den letzten Part. Ich bin wieder genauso orientierungslos wie im letzten Part. Bin bloß diesmal unter Wasser. Ich muss irgendwie zur... Es gibt nur einen Weg nach draußen. Und der ist auf der ganz anderen Seite. Ich schwimme erstmal hier längs. Und jetzt bin ich schon mal hier in der Nähe von dem Ort, wo wir gerade rauskamen. Vielleicht kann ich dadurch irgendwie... Da ist die Tür, wo wir rein müssen. Nein, das ist die Tür, wo wir rauskamen. Och nö. Das hier wäre extremst verwirrend. Kommen wir vielleicht irgendwie an Land darüber, oder? Ja, ist wieder ein bisschen Rätsel-Lösungssache. In die Richtung müssen wir dort. Und da lang müssen wir. In genau die Richtung. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch für euch ein bisschen verwirrend, aber müsst eigentlich genau zwischen den Containern dadurch. Ja, labyrinthische Gänge bleiben auch mir nicht erspart. Vielleicht hier. Leiter. Ja, das sieht richtig aus. Da sind wir schon mal oben. Kommen wir sicher auch gleich weiter. Spezialzubehör. Wir haben keine Wahl, wir müssen hier raus. Jupp, ich gebe mein Bestes. MG-Munition. Juhu! So. Mal nachladen, damit ich auch ein bisschen schießen kann. Kann ich hier vielleicht was rausholen? So, das ist nämlich, soweit ich weiß, hier wieder, ja, das Sniper-Gewehr. Da habe ich zwar keine, doch, da habe ich Munition für. Das nehme ich richtig nice. Das Maschinengewehr nehme ich dann als zweite Variante. Funktioniert nicht. Okay. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Ja, das ist der Eingang, durch den wir gekommen sind. Und hier ist dann Rachel von rechts gekommen. Ja, sieht in der letzten Folge nach. Und das war eine sehr schmerzhafte Folge, um sowas zu drücken. Ja, aber wo gibt es hier einen zweiten Ausgang? Ich kenne nur den einen. Durch den Fahrstuhl. MG-Munition. Nice. MG-Munition ist immer nice. Geh nochmal hier entlang. Gibt es hier einen anderen Ausgang? Nö. So. Dann tauche ich nochmal hinab. So. Hier entlang vielleicht. Und da gab es doch die Tür. Die Tür, die hier. Und die ist die richtige. Da können wir hindurch. Schwimm, Jill, schwimm. In Richtung Ausgang. Einmal auftauchen. Okay, das sieht gut aus. Aber auf der unteren Karte, die ihr nicht seht. Hahaha. Die habe ich euch verwehrt. Da blinkt noch etwas. Ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ist nur wichtig, dass ich das sehe. So. Können wir hier runter? Stimmt, runter ist
Und bis da oben geht's ja scheinbar nicht raus. Obwohl wir eigentlich nach oben müssten, aber Schloss entfernt. Scheint richtig zu sein, oder? Ja, Speichervorgang. Ist ein Zeichen dafür, dass wir richtig sind. Ich gebe mein Bestes, ja. Am Leben zu bleiben. Ja, darauf kann ich nicht einstechen. Und Waffen sind hier unter Wasser nicht zu benutzen. Öffnet sich nicht zu verbeult. Nice. Schon mal hier wieder durch die unterirdischen Gänge. Auf der Hoffnung, hier irgendwo rauszukommen. Nein, 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 nein. Das könnte tödlich enden. Mit der Schabe hier. Okay, da komme ich nicht durch. Das ist. Oh doch. Boah, gerade so. Habt ihr gesehen, ich bin schon fast am Sterben gewesen. Wir suchen jetzt hier wieder runter. Und weiter immer. Und weiter. Irgendwie hier rauskommen. Ach, das kennen wir schon von einer Folge, in der wir gegen diese Wasserschaben kämpfen durften. Hier ist der Maschinenraum, der Kielraum. Erinnerungen an alte Parts. Ja, da kommen wir nicht raus. Vielleicht in einer anderen Etage. Hier sind wir öfters ertrunken. Und hier kamen wir schon mal nicht raus. Dadurch das Loch vielleicht. Und jetzt? Und da hoch. Ja, das sieht richtig aus. Und sieht nur so aus. Ich habe absolut keine Ahnung. So, tauch. Tauch, Mädchen, tauch. So, wieder welche von den Schaben. Das ist immer sehr praktisch, denen zu begegnen. Aber es kommt mir bekannt vor, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ist bloß jetzt alles durchflutet. Nein! Ich kann die nicht erschießen unter Wasser. Damit ich da keine Munition einsetzen kann. Nein, hier schnell durch. Bevor wir noch angegriffen werden. So, hier standen wir in dem Part, in der wir hier zum ersten Mal waren. Standen wir hier knietief in der Scheiße. Also, ich meine im Wasser. Können wir da durch? Nein, können wir nicht. Müssen wir hier um die Ecke schwimmen. Ja, heute ein bisschen Schwimmunterricht für euch. Ja, wo bin ich? Sackgasse. Und da ist ein Loch. Da muss ich durch. Auftauchen, Jill. So. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen da längs die Treppe runter. Weil hier ist erstmal eine Sackgasse. Hab mich wieder verirrt. Ich weiß nicht, inwiefern wir wieder zurückschwimmen. Ja, wir schwimmen zurück. Auf jeden Fall schwimmen wir zurück. Erstmal da auftauchen. Da ist doch Wasser vor dir. Auftauchen. So, das sind immer solche Container hier in der Art und ich weiß nicht, wo ich lang muss. So, lass uns nicht von den Bettwanzen kneifen. So, Hauptsache nicht zurückschwimmen, würde ich sagen. Das wäre mehr als schädlich. Hier ging es doch lang, oder?
Du musst doch rein theoretisch weitergehen. Tut es aber nicht. Wie es aussieht, ist eine schwere Betonwand. Und da komme ich nicht vorbei. Joa. Ein Sackgässchen. Eine kleine Sackgasse. Ein Sackgässchen. Joa. Mal schauen, wie wir uns zurechtfinden. Ich schwimme derweil mal wieder zurück. Hin, zurück, hin, zurück. Immer weiter. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal rausfinden. Ach, da bin ich wieder. Habe ich mich verirrt. So. Links lang. Über diese Sachen drüber. Und durch die Tür. Das Freundchen Kakerlake wieder. Sag mir, wo ich lang muss. Hier geht's zum Kielraum. Das ist schon richtig. Aber soweit ich weiß, ist Richtung Kielraum eher ein Zeichen nach drinnen. Und ich will raus. Und weit, weit raus. Habt ihr einen Plan? Ihr könntet es mir in die Kommentare schreiben. Ich fürchte, wenn ich die lese, ist es schon viel zu spät. Und weil das Ganze sowieso eine Vorproduktion ist und mir erst Kommentare schreiben könntet, wenn das Ganze eh schon hinüber ist. Und da habe ich das Let's Play, die Let's Play-Reihe vermutlich schon beendet. Und in diesen Parts zu sehen kriegt. Also muss ich wohl oder übel alleine zurechtkommen. Schreibt es trotzdem in die Kommentare. Öffnet sich nicht. Super. Ich suche mal hier in diesem Gang weiter. Schreibt es mir trotzdem in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst. Kakerlake. Hier sind deutlich weniger Kakerlaken als einst in dem Part, in dem ich sie zum ersten Mal begegnete. Oh wei. Das sieht nach Tod aus. Yep. Aber dann können wir mal von vorne. So. Hier bin ich auf keinen Fall falsch. Ich denke, hier bin ich schon richtig. Wenn ich hier lang schwimme. Und das war, glaube ich, die verbeulte Tür. Ja, öffnet sich nicht. Und da oben komme ich auch nicht raus. Hier war der Gang runter. Da bin ich nicht falsch. Da hoch. Das ist schon mal richtig. Hui, nicht von der angegriffen werden. Verpiss dich. So. Jetzt bin ich hier. Ach ja, hier, das war die Werte. Der Werte Kielraum. Okay. Bildschirm sagt mir langsam auftauchen. Wo war bloß der Auftauch? Dingens. Okay, es eilt. Finde das Auftauchteil. Hier ist das Auftauchteil. Zack. So. Parker kommt auch gleich hinterher. So, an Land. Zack, die Duster hier wieder runter. Abtauchen. So. Das ist gar nicht so falsch. Och nö, nein, 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 nein. Verpiss dich, Drecksvieh. So.
Da kamen wir gerade raus. Da runter. Ach nö. Hau ab. So. Nein, falsche Richtung. Lenkst mich hier mal ab. Mach die Biege. Ich muss da lang. Och komm. Es ist kein Spaß mehr. Ich hab mich. Stirb. Ich würde dich ja so liebend gerne abknallen. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich kusche hier gerade mit dieser Kakerlake. Hier entlang vielleicht. Ja. Oh, oh. So. Ich müsste mal demnächst mal auftauchen. Und da geht's hoch, 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 auftauchen. Puh. Und wieder runter. Wir müssen irgendwie auch nur 2 Sekunden Luft schnappen und schon haben wir wieder Luft. So, das sieht gut aus. Hier um die Ecke. Gewehrmunition aufheben. Frage, wofür brauchen wir Gewehrmunition? Wenn wir... Achso, da kamen wir gerade her. Super. Haben wir eh nicht ballern können. Kann ich da durch? Super. Ich kann da durch. Hier entlang. Das sieht richtig gut aus. Das ist wieder ein Sicherungs... Dingens. Hier durch. Und ich habe die Orientierung verloren. Das ist gut. Wenn man schnell raus muss. Hier bin ich, glaube ich, durch. Jo. Hier lang. Schwimme ich gerade zurück oder tue ich das nicht? Hm. Ein Rätsel, welches es zu lösen gilt. Soll ich vielleicht dadurch? So. Absolut keine Orientierung mehr. So. Hier muss irgendwo eine Tür sein. Eine Tür, eine zweite Tür. Zack, zack, zack. Wo ist hier eine Tür? Da ist eine Tür. Super. Erstmal auftauchen. Damit uns die Luft reicht. Das wird die richtige sein. Ja, Speichervorgang ist gut. Das ist richtig. Wenn gespeichert wird, ist bei Resident Evil immer der richtige Weg. Da kommt wieder so ein Kakerlake. Da geht's steil bergauf. So, hier hinaus. Jupp, das sieht goldrichtig aus. So, hier hoch. Da wartet wieder eine Kakerlake auf uns. Ich nenne sie jetzt mal Kakerlaken. Ich weiß nicht, was das für Viecher vorher waren, bevor sie verwandelt wurden. Aber sprechen kann ich auch nicht mehr. Verwandelt worden. Jo, das sieht richtig aus. Hier sind wir schon mal safe, wenn wir im Land sind. Hier war doch irgendwie der Weg zum Casino. Chris, ja, uns geht's gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay, wir warten. Das ist doch schon mal gut. Bis bald. Spezialzubehör. Wir haben ziemlich viel Zubehör und Munition aufgehoben. Das heißt, hier wartet doch sicher irgendein Boss auf uns. Irgendein Endgegner. Hier eine Heilpflanze. Ist doch kein Zufall. Ich bin immer noch nicht die Mehrzahl. Ich bin nur einer. Oder eine. Ich bin Jill.
Ein blöder Übersetzungsfehler. Und was sucht ihr denn? Ach ja, da geht's hoch. Da geht's auf zum Casino. Speichervorgang. Wenn hier nicht noch gleich was passiert, wenn hier nicht Munition. Sowas von sicher, wird hier gleich was passieren. Todsicher. Kommt hier noch gleich ein Zwischenboss. Am besten unter Wasser. Das wär's doch. Wäre auch zu geil. Nein, nicht in diese Richtung. Ich will nicht. Schnell auftauchen. Ich halte schon mal den Knopf fürs Schießen bereit. Die beiden Knöpfe, es sind zwei. Bitte kein Jumpscare. Jo, hier sind wir wieder im Casino. Das ist schon mal nicht falsch. Tragische Überblende. Zwischensequenz. Niemals gut. Da. War ja. Weltrohr. Hättest beinahe die Party verpasst.